Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und diesen Monat sind wir auf einer kurzen Pause von unserer kreativen Weltreise und bleiben einfach einmal auf unserer kleinen Insel und kümmern uns dort um die Vintage Collection. All diese schönen Dinge werden wir diesen Monat basteln und ja, in den einzelnen Videos erstellen. Heute kümmern wir uns um diese Fächermappe, die aus verschiedenen Teilen besteht, aber eigentlich ganz einfach zu basteln ist. Bevor wir das tun, klick doch bitte unseren Kanal an, abonniere ihn und klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und vergiss auch nicht, auf den Gefällt mir-Button zu klicken. Zunächst einmal druckst du das Template auf die eine Seite und das Papier auf die andere Seite. Am besten du druckst gleich von jedem drei aus, also drei Blätter mit unseren Fächermappen drauf, weil eigentlich ist das nur ein kleines Täschchen. Wir kleben das aber zusammen und machen so daraus eine Fächermappe. Auf einer Vorlage schneidest du hier den Schlitz ein, auf den anderen bitte nicht einschneiden, weil wir kleben das Ganze aufeinander und dann kannst du all diese gestrichelten Linien hier einmal mit dem Falzbein nachgehen. So ist das schon mal so ein bisschen vorgefalzt und es fällt dir gleich leichter, das Ganze zu machen, weil das Blatt etwas dicker ist. Und dann kannst du natürlich auch mit dem Falzbein nochmal drüber gehen, damit das schöne Kanten gibt. Ja, an dieser Stelle kannst du schon einmal erkennen, wie das Ganze aussehen soll. Wir haben ein bisschen Tiefe hier, indem wir diese Überlappung haben. So kannst du dann auch wirklich was reinstecken. Und rein theoretisch könnten wir jetzt die Lasche vorne reinstecken. Das wollen wir aber gar nicht machen, weil wir ja mehrere aufeinander kleben. Jetzt wird erst einmal alles zugeklebt und aufeinander geklebt. An dieser Stelle kannst du schon erkennen, dass wir zwei der Fächer hier abschneiden müssen. Das tun wir jetzt hier auch, weil die brauchen wir natürlich nicht. Wir wollen ja nur eine von hinten nach vorne reinschieben. Deswegen kann die beiden jetzt abgeschnitten werden. Dann kleben wir die anderen aufeinander. Und ja, natürlich musst du gucken, dass dieser Schnitt schön drin ist, damit man da auch was reinschieben kann. Und dann kann es auch losgehen. Dann kleben wir jetzt die ganzen Täschchen aufeinander und stecken von hinten nach vorne diesen Fächer, also diese Lasche einfach rein. Du siehst, das war es dann auch schon. Dies ist eine schöne kleine Bastelei, die du auch mit deinen Kindern ohne Probleme durchführen kannst und wo sie ein schnelles Ergebnis haben. Natürlich kannst du das Ganze noch mit ein bisschen Band und, ja, ich habe hier Lavendel genommen, dekorieren und dann sieht das auch richtig schön aus. Und es ist auch perfekt für all diese kleinen Dinge, die auf dem Schreibtisch rumliegen. Hier irgendwelche Notizzettel oder Münzen und Knöpfe und all so kleine Dinge, ne, die immer rumliegen und man nicht wirklich weiß, was man damit machen soll. Ja, das war es auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, dich im nächsten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!